Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Und ja, ich habe jetzt mal geschaut wegen den DLCs und so. Mir ist halt aufgefallen, dass diese Quest, die ich da letztens gemacht habe, Pflicht mit diesen Banditen, das war ja schon Teil des DLCs mit dem verbannten Prinzen. Und ich denke mal, wir können das jetzt mal zum Abschluss führen, indem wir einfach... Ach ne, zu Vincenzo können wir noch gehen. Ach, wegen dem verbannten Sohn, ja klar. Ich glaube, das war in der Dunkelstadt. Oder war der hier? Das war nicht der Sklavenhändler, oder? Nee. Nee, der steht hier. Dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Grüße, Sarah. Ihr seht aus wie ein Mann, der gerne feinsten Stahl aus Antiva in der Hand führt. Ich bringe nur die besten Waren aus dem Norden in die freien Marschen. Eigentlich bin ich mehr an eurem Sohn interessiert. Sohn? Ich hatte dieses Privileg noch nie, Sarah. Meine arme Frau ist zu Hause in Antiva und wir sehen uns wegen meiner Reisen nur selten. Mehr bekommt ihr nicht zustande, wenn euch ein Mitglied der Wache direkt ins Gesicht sieht. Wir sollten den Tag nicht mit so schweren Gedanken verdüstern. Ich könnte euch meine Seide zeigen. Wir sind keine Templer, Sarah. Faenriel hat von uns nichts zu fürchten. Maldition! Ihr seid ein Magier. Dann seid ihr bestimmt freundlich zu einem Jungen, der sich gegen die Festnahme durch die Templer wehrt. Zu einem Kind mit Elfenblut, das von seinem Menschenvater verlassen wurde? Mit Sicherheit. Der Junge steckt ganz tief drin. Also habe ich ihn zu dem einzigen Mann geschickt, der Magier nicht verachtet. Einem früheren Templer namens Samson. Warum sollte ihm ein Templer helfen? Sein Gewissen plagt ihn, weil er den Templern zu lange gedient hat. Jetzt hilft er Magiern auf der Flucht. Tagsüber ist er untergetaucht. Nachts ist er in der Nähe der Dunkelstadt. Dort findet man ihn am leichtesten. Okay. Geht doch. Dieser Spezialzauber oder was das war mit dem Überzeugen, das sah so ein bisschen nach Jedi-Mind-Trick aus. So, Dunkelstadt bei Nacht, hat er gesagt, oder? Gehen wir doch mal schauen nach Samson, dem ehemaligen Templer. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch verstanden, aber da hier ein Pfeil auf der Karte ist, scheint es zu passen. Hä? Nee, irgendwie nicht. Das hier gehört doch euch, wenn ich mich nicht irre. Geht nicht so lang herum. Ah ja. Nee, dann müssen wir doch nochmal auf Tag wechseln. So. Das Dorf war zu klein, um eine Mauer aus. Auch nicht. Hä? Halt. Nebenquests. Jetzt blöd. Das ist eine Haupthandlung. Muss man wissen. Geschweige denn einen Ort für Elf. Wo haben die... Ach, Elf Unterstadt. Meistens in Stellen. Das ist aber auch verwirrend. Unterstadt, Dunkelstadt. Da gibt es noch Tag und Nacht. Dann gibt es noch die Oberstadt. Macht's doch kompliziert. Böse Leute kommen immer nachts raus. Da ist er. Es wäre gut, sie zu beseitigen. Hey, der alte Vincenzo hat schon gesagt, dass jemand kommt und rumschnüffelt. Ihr sucht den Jungen, stimmt's? Feen irgendwas. Ich sage euch, da kann ich nicht viel für euch tun. Ich suche einen Templer im Ruhestand namens Samson. Aha, Ruhestand. Das klingt besser als ausgebranntes Wrack, das um Münzen bettelt. Die tun nichts, um dich zu halten, versteht ihr? Du schließt dich dem Orden an und kannst jederzeit gehen, aber nur dort gibt es den Staub. Den Staub? Lyrium, ein Erz, das Zwerge abbauen. Magie in seiner reinsten Form.
Man muss das Zeug trinken, um die Magier klein halten zu können. Das Problem ist nur, wenn du damit aufhörst, bringt dich das fast um. Stimmt es, dass ihr Abtrünnigen bei der Flucht vor den Templern helft? Die Magier, denen ich helfe, sind noch Kinder. Sie haben gerade ihre Magie entdeckt und sind voller Furcht. Kaum vom Rockzipfel der Mutter weg und wir wollen sie wegsperren, zu ihrem Besten, versteht sich, weil Dämonen sie verfolgen. Ist es da ein Wunder, dass sie abhauen? Habt ihr den Jungen getroffen? Leider ja. Aber das Balg war völlig blank, hatte keinen Silberling. Wenn ich einem von denen umsonst helfe, werde ich nie wieder bezahlt. Mildtätigkeit hat Grenzen. Ich verstehe. Also habe ich ihn zu einem Schiffskapitän geschickt, den ich kenne. Rainer. Er nimmt manchmal Ausreißer mit. Erst letzte Woche eine Abtrünnige, die von mir kam. Könnte schiefgegangen sein. Ich habe gehört, er hätte die beiden stattdessen gefangen genommen. Sagt mir bitte, dass es für eine Rettung noch nicht zu spät ist. Man munkelt, Rainer hätte das Pärchen in einem Lagerhaus eingesperrt. In der Nähe des Hafens. Vielleicht findet ihr den Jungen ja, bevor er für ein Lösegeld an die Templer geht. Oder Schlimmeres. Okay. Also hat er den praktisch dem Rainer übergeben. Und das ist echt reiner Zufall, dass er das jetzt ausnutzt. Ja, ich weiß, der Gag ist alt, der ist auch schlecht, aber es ist mir egal. Rein zufällig juckt mich das gar nicht. Aber so viel zum Thema Wohltäter. Er hatte kein Geld, also habe ich ihn weggeschickt. Alles klar. Naja, somit hat das Hafenviertel wenigstens doch noch seinen Nutzen. Zumindest das Lagerhaus. Ist das überhaupt das Richtige? Ja. Arturis Privatdock. Was es nicht alles gibt. Ich speichere vielleicht mal wieder. Habe ich schon länger nicht mehr. Nicht, dass das in die Hose geht. So. Und nu? Achso, die Heilfähigkeit könnte ich mal so. Genau. Oh. Die warten wohl gespannt auf Besuch und wollen den nett empfangen. Was sie jetzt hier mit tun. Hätte ich mir ja denken können, dass die nicht nett Hallo sagen. Sondern mich töten wollen. Wie alle irgendwie. Langsam nehme ich das echt persönlich. Aber die haben irgendwie alle nichts drauf. Trotzdem können wir mal den Heilzauber testen. Ah ja, jetzt kommt der Tooltip, wie man anderes Gruppenmitglied auswählt. Glückwunsch, das brauche ich jetzt. Das ist was ganz Einfaches. Was ganz Neues, wollte ich sagen. Wenigstens das Fallen entschärfen geht jetzt schneller als in Origins. Da ging ja immer ein halbes Jahr rum, bis Liliana das fertig hatte. So ist es natürlich besser. Dann kann man es auch eher mal nutzen. Aber dann löst man die Falle gescheiter aus und jagt sich in die Luft, dann ist es schneller wieder vorbei, als wenn man es entschärfen lässt. So war es zumindest. Wollen die mir etwa die Stiefel ruinieren? So. Schauen wir uns erstmal hier um. Also da geht's wohl zum Ziel. Das heißt, ich gehe erstmal da lang. Nee, da ist keine Kiste mehr. Vergiss es. Dann so rum. Haltet sie! Bitte! Hilfe! Irgendwer! Die Hände! Ohne Hände können sie nicht zaubern! Oh, wow. Ihr wisst nichts von Magie. Hilfe! Ich glaube, die haben das ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das Abscheulichkeit können wir dich leider nicht verschonen. Ach, da ist der Rainer. Mensch. Rein zufällig natürlich, um das nochmal kurz so ein bisschen frei zu treten. Lauter Untote.
Da ist auch noch einer. Oh, da kommen mehr. Aua. Wer hat denn das gemacht? Wer boxt denn nicht da so weg? Haben die noch einen Zauberer? Gar nicht schlecht. Oder auch nicht. Ihr wisst. Das arme Ding. Olivias Brief an Thrusk Vater. Ich weiß um die Opfer, die du bringen musstest, um mein Geheimnis zu wahren, aber ich bin kein Kind mehr. Ich kann dich nicht mein ganzes Leben lang belasten, sonst zerstört mein Geheimnis am Ende uns beide. Ich muss mein eigenes Leben als Frau leben. Und als Magierin. Es ist seltsam befreiend, das Wort niederzuschreiben. Lebe wohl, Vater. Hoffentlich kannst du eines Tages Frieden machen zwischen dem, was dir beigebracht wurde und dem, was du gesehen hast. Alles Liebe, Olivia. Wie war ihr Name? Wo wollten sie sie hinbringen? Oha. Das heißt, die Tochter von Thrusk war eine Magierin. Na, klappt das heute noch? Karte zum Versteck. Ah ja, Hauptmann Reiners Unterlagen. Der eigensinnige Sohn. Sieh an, sieh an. Müssen wir doch noch zum Dings gehen, zum Sklavenhändler. Danzig hieß der, ja klar. Huh. Was glotzt dir so? Nur weil ich einen Weg nicht finde. Dahin, Dunkelstadt. Jetzt habe ich es geschnallt, wo ich hin muss. Wenigstens dieses eine Mal. Ich möchte mehr über das Leben als Wache wissen, Evelyn. Morgen knack ich. Ich glaube, das wäre nicht das Richtige für euch. Ich weiß, aber es könnte helfen, nicht erwischt zu werden. Das hättet ihr jetzt vermutlich nicht sagen sollen. Warum nicht? Weil... schon gut. Da ist er, der Genghis Khan. Seht mal her, Jungs. Freiwillige. Schlagt sie in Eisen, bin gespannt, was Tevinter dafür bezahlt. Ich wäre ein schlechter Sklave. Ich rede zu viel. Und ich mache das. Niemand bedroht mich auf meinem Gebiet. Tja. Stopf dem Hund das Maul. Wir werden ja sehen, wer am Ende bellt und wer das Maul gestopft kriegt. So. Kettenblitz. Ha! Der hat gesessen. Alter, die Wachen haben ja gar nichts drauf. Fast schon übermächtig. Den Masari habe ich gar nicht gerufen. Guck, den hätte ich auch noch gehabt. Jetzt lass mal in Ruhe. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Obwohl, da kommen immer mehr. Okay, Masari kommt raus. Zeig dich. Heilzauber, ziemlich lange Abklingzeit. Wie sind das? 60? Ne, 40. 40 Sekunden. Ich glaube in Origins waren es 10 oder 20. Irgendetwas hier muss uns doch einen Hinweis darauf geben, wohin er Fainreal gebracht hat. Das ist sehr schön. Das ist ja praktisch bei Sklavenhändlern gelandet. Karte zur verwundeten Küste. Sieht aus, als hätten sie ihnen irgendeinen Unterschlupf an der verwundeten Küste gebracht. Okay. Ich nehme an, du kriegst das immer noch nicht auf. Oh, doch. Wir machen Fortschritte. Ich bin erstaunt. Varric, so können wir weitermachen. So, Sklavenhändler tot. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob es den diplomatischen Weg gegeben hätte, aber wenn, dann wäre es nicht ganz billig gewesen. Von daher, tot ist tot.
kann er schon kein Unheil mehr anrichten. Dafür ich umso mehr. So, Gebiet verlassen. Jetzt gehen wir raus hier und an die verwundete Küste. Der Weg ist durch einen Kampf versperrt. Gibt's das hier auch, ja? Ja gut. Was gibt's hier? Dunkle Brut, Plünderer oder beides? Ach, Spinnen. Auch ganz nett. Warte mal. Ist es der ich denke, der es ist? Oder ist es einfach nur ein Zwerg wie jeder andere? Das wird doch nicht. Moment. Boah, jetzt verreck halt, du hässliches, fettes Ding. Die Gefahr ist vorüber. Geht es euch gut? Aber nicht dank dieser Kerle. Naja. Heutzutage bekommt man auch keine vernünftige Klinge mehr, wenn man nicht horrende Preise bezahlt. Ihr hingegen seid genau das, was ein Mann braucht. Ihr seid begeisterungsfähig und versteht euer Handwerk. Euer Unsinn hat mich gerade in ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Immer noch besser als das, was mir widerfahren ist. Hört zu, mein Name ist Javaris Tintop. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Kunari zu beschwichtigen. Warum habe ich nur das Gefühl, dass er nicht davon redet, ihnen ein Schlaflied zu singen? Diese Hornköpfe in Kirkwall haben ein spezielles Pulver. Es explodiert. Und es ist einfach nur Staub. Kein Lyrium, keine Dämonen. Jeder kann es verwenden. Oh ja, ich denke mir bei jedem zweiten Narren, dem ich begegne, der braucht unbedingt mehr Macht. Ich bezweifle, dass sie begierig sind, es zu verkaufen. Dieser Arishok sagte, ich sei nicht würdig und dass nur ihre Ausgestoßenen, die Tervishoth, so gewinnsüchtig wären. Ich dachte, gut, dann spreche ich eben mit denen. Es lief nicht so gut. Allerdings hat es mich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht ist er ja zu einem Geschäft bereit, wenn ich ihm etwas vom Hals schaffe, das ihm noch mehr Ärger macht als, nun ja, ich. Die Tervishoth. Die Tervishoth, genau. Hättet ihr Interesse an einer bezahlten Jagd? Euer Volk muss etwas derartiges doch bereits besitzen. Ja, kleine Spielereien, um Löcher zu reißen, aber nicht, um damit die Erde zu erschüttern. Außerdem bestehen sie meist aus Lyrium. Und das ist teuer, giftig, wird an der Oberfläche von der Kirche kontrolliert und leuchtet außerdem so stark, dass es einen zu einem leichten Ziel macht. Probleme über Probleme also. Was bringt so etwas, wenn wir doch über Magie verfügen, die das Gleiche bewirkt? Ihr mögt vielleicht über Magie verfügen, so stark und menschlich und was ihr sonst noch alles seid. Aber was ist mit den gewöhnlichen Leuten? Wie sollen sie Baumstümpfe von ihrem Land entfernen oder sich gegen ihre Feinde wehren? Was sollen sie tun, wenn sie ganz plötzlich ein Loch brauchen? Magie ist schwierig zu verkaufen, aber dieses Zeug kann man in Säckchen füllen. In Ordnung, ich übernehme das für euch. Aber es kostet euch etwas. Ich habe mir abgewöhnt, immer nur auf den Preis zu achten. Ich will, dass es richtig gemacht wird. Also, soweit ich herausfinden konnte, ist ein ganzes Lager von ihnen an der verwundeten Küste. Schlagt ihnen die Köpfe ab und trefft euch dann bei dem Kunari-Areal in Kirkwall mit mir. Wenn ihr es richtig macht, werden wir reich belohnt. Äußerst reich. Mhm. Gut, dann werden wir dem doch mal helfen. Ja, ich dachte erst von weitem, es wäre Bowden, aber der sieht ein bisschen anders aus. Außerdem hätte es dann noch die Frage gegeben, wo denn sein Sohn Sandal wäre. Schade. Die werden wir wohl nicht wiedersehen, die beiden. Aber gut, die werden wohl noch in Ferelden bleiben oder geblieben sein. Er erinnert mich an Haren Peibel, Beric. So. Höhle der Tervishoth. Sklavenhändler, dann gehen wir erst dahin. Und klein. Und nicht ganz so ernsthaft. Also eine wahrhaft frappierende Ähnlichkeit. Naja, er erzählt Geschichten. Tervishoth. Ja, dann lag ich doch richtig. Das sind die Ausgestoßenen der Kunari. Obwohl ich mit Stan recht wenig am Hut hatte, habe ich es dann doch irgendwie aufgeschnappt. Das hat er nämlich mal erwähnt. Dass er einer von denen praktisch ist. Beziehungsweise als solcher tituliert wird. Ich fand den jetzt nicht besonders böse. Sein Stamm aber schon. Oder sein Clan. Die Clans waren bei den Elfen, ne? Na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall... Oh, Fass. Oh, Dankeschön. Gucken wir jetzt aber erstmal nach dem Sohn.
Die Kunari können warten. Die Köpfe würden auch morgen noch rollen. Oder übermorgen. Ach was, auch ein Eingang? Ehrlich? Ja, hoffentlich ist sie nicht so groß, die Höhle. Ich hab's ja nicht so mit Höhlen. Ja, ist schon ein bisschen. Aber es ist ja alles schön dargestellt auf der Karte. Dann sollte das ja irgendwie doch auch für mich machbar sein. Hier geht's nicht weiter, hier gibt's auch nichts mehr. Dann folgen wir mal weiter dem Hauptweg. Halt. Bleib ich erstmal hängen, gut. Auch nicht schlecht. Du bist erledigt. Sklavenhändler. Oh, und da kommen auch welche. Die fort zu euch. Wir gewinnen so. Die Kämpfe dauern wieder ein bisschen länger. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht mehr alles in Magie stecke. Man will ja schließlich auch ein bisschen länger leben. Nachteil an der Story ist dann eben, dass die Gegner auch länger leben, wenn man selber weniger Angriffspower hat. Wo ist denn der Typ jetzt hin? So kann der sich wegforten. Kann ich das auch? Scheinbar nicht. Ich hätte jetzt einen billigen Gag bringen können, indem ich einfach schneide und mich ein paar Meter weiter vorbewege offscreen und dann wieder anfange. Aber das wäre zu einfach. Nee, habe ich jetzt keine Lust zu. Wir wollen die Story ja ehren hier, ja? Wir wollen die nicht verunglimpfen. Das war leicht. Der ein oder andere billige Witz entflieht mir aber trotzdem, ich kann einfach nicht anders. Allerdings nicht so extrem wie bei The Forest und bei anderen Spielen, die ich schon gezockt habe. Ich weiß nicht, bei Rollenspielen. Man will ja auch die Atmosphäre nicht komplett kaputt reden. Also ist zumindest meine Meinung. Deswegen bin ich da meistens etwas zurückhaltender. Wäre auch interessant zu wissen, wie ihr zu dem Thema steht, weil ich will es ja bei Dragon Age 3 spätestens dann, ja, in Anführungsstrichen richtig machen. Bis dahin ist aber noch Zeit. Einen Schritt weiter und der Junge stirbt. Hm. Wie wäre es, wenn wir mal Varric einsetzen? Sag diesem Dreckskerl, wer wir sind. An eurer Stelle würde ich den Sohn des Vicomte nicht bedrohen. Was? Oh, ihr habt wohl gerade einen Hinweis von einem Sklavenhändler erhalten, dass er Magierfleisch günstig anbietet. Habt ihr nicht gefragt, woher er es hat? Habt ihr euch nicht gefragt, ob ihr nicht vielleicht den Lieblingssprost des Vicomte von seiner elfischen Geliebten kauft? Den Jungen, den zu beschützen er geschworen hat, selbst wenn er dafür die gesamten freien Marschen aufbieten müsste? Ich will keinen Krieg mit den freien Marschen. Bringt den Jungen zu seinem Vater zurück. Nachdem wir euch getötet haben. Das werden wir. Sobald ihr tot seid. Verdammt! Als Leiche nützt du mir nichts. Runter! Oh. Ja, den haben wir schön verarscht. Wäre jetzt natürlich blöd gewesen, wenn er ihn jetzt getötet hätte daraufhin. Aber damit muss man dann leben. Und er damit sterben, in dem Fall. Varian Illithis. Du Schlingel. Huch, das war der Falsche. Ich wollte den Hund heilen. Aber das geht scheinbar gar nicht, nee. Naja, jetzt ist er tot. Die auch. Einer lebt noch.
Oh, wo kommt der denn her? Magier haben die. Na, ob der so ganz freiwillig hier war. Ihr hättet zugelassen, dass er mich tötet? Er hatte ein Schwert an meiner Kehle und ihr... Also danke, aber... Was, wenn ihr euch geirrt hättet? Ich irre mich nie. Das ist bestimmt praktisch. Aha. Wer seid ihr? Arbeitet ihr für die Templer? Eure Mutter schickt mich. Kein großer Unterschied. Ich fasse es nicht. Immer hieß es, ich liebe dich und werde dich beschützen. Dann ein paar böse Träume und plötzlich wird daraus ab zu den Templern. Ich bin hier, um euch zu helfen, Fainreal. Weshalb? Ihr kennt mich nicht mal. Ich bin wie ihr. Das seid ihr wohl. Könntet ihr mir wohl helfen, zu den Dalish zu gelangen? Dort wollte ich nämlich hin. Vielleicht nehmen sie mich ja auf. Ich bin ebenso viel Dalish wie Mensch. Ihr werdet allein unter den Dalish. Mehr noch, als ein Dalish es hier wäre. Wenn Gefangenschaft oder Besänftigung die Alternativen sind, bin ich lieber allein. Ich weiß, dass es in anderen Königreichen nicht so ist, aber hier hilft niemand Zirkelmagiern. Für alles, was den Templern nicht passt, wird man gebrandmarkt. Die Dalish haben die Magie schon ewig. Sie könnten mich ausbilden. Ich wäre keine Gefahr, das schwöre ich. Euer Menschsein würde euch im Folge zeichnen, nicht eure Magie. Aber ich denke, sie würden euch aufnehmen. Wenn es einen anderen Weg gäbe, würde der Zirkel ihn kennen. Ihr verdient eine Chance auf Freiheit. Danke. Ich habe nicht... In meinen wildesten Träumen hätte ich das nicht vorhersehen können. Den Schöpfern sei Dank, dass meine Mutter euch auf die Suche nach mir geschickt hat. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld, werter Freund. Wir sollten es seiner Mutter sagen. Trotz aller Unstimmigkeiten verdient sie es zu wissen, dass er lebt. Das können wir tun. Aber ob sie glücklich damit wird, ist die andere Frage. Er jedenfalls ist zufrieden, denke ich. Ja, weil es ein Magier ist. Und weil wir auch ein Magier sind. Sonst hätte ich die Sache vielleicht anders geregelt. Ich sag, Alter, ab mit dir zum Templer. Geh jetzt weg da. Sag mal. Blockieren die mir hier einen Weg? Ich glaube, es hackt. Ach, hier war ich noch nicht. Das sind noch ein paar Seitenarme, oder was? Vielleicht gibt es da ja... Och, Mann. Was ist denn los gerade? Ich bleib überall hängen. Knochenberg. Oh ja, geil. Das hat sich gelohnt. Give all the plunder to me. Und so ein Zeug. Na, ich suche immer gern alles ab, dass mir auch ja nichts entgeht. Und meistens rege ich mich dann auf. Schutzhandschuhe des Alchemisten. Na toll. Die sind auch nicht so besonders. Ich glaube, ich bin schon zu sehr verwöhnt. So, jetzt müssen wir die andere Quest aber noch machen. Ich denke mal, aber ich werde die Folge hier an der Stelle mal beenden, dass wir einmal unter den 30 Minuten bleiben. Und dann sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne morgen wieder rein und dann geht's hier direkt weiter. Also, bis dann, Leute. Ciao.